Meine Frau will für unser Baby Stoffwindeln nutzen und ab Geburt auch noch ins Töpfchen-Teamwork einsteigen. Ach echt? Ja, und ich hab echt voll Schiss davor. Warum denn? Na, weil das Baby dann in meinen Armen kackt und pinkelt. Was ist, wenn das alles auf meinen Klamotten landet? Und stinken tut's doch bestimmt auch wie Hulle. Okay, darf ich dir dazu was sagen? Ja, klar. Eine vollgekackerte Einwegwindel zu wechseln und im Zweifel das gesamte Kind waschen und umziehen zu müssen, das kann ziemlich nervend aufreibend sein. Beim Töpfchen-Teamwork hingegen hältst du dein Baby ja übers Klo, Waschbecken oder Töpfchen, wenn es muss. Da spielt ihr euch sicher schnell ein und werdet treffsicher. Und im Anschluss brauchst du nur noch sanft den Popo abwischen und fertig. Oh, klingt so einfach. Ist es auch. Und ganz nebenbei, Muttermilchstuhl riecht kaum. Und so eine eingekackerte Einwegwindel stinkt dank der ganzen Chemikalien, die da drin sind, schnell wie ein großer Puma-Käfig. Oh, puh. Und für dich als Papa ganz spannend, dank des Töpfchen-Teamworks lernst du dein Baby nochmal auf eine ganz andere Art und Weise kennen und ihr könnt eine noch intensivere Bindung aufbauen. Oh wow, das wusste ich gar nicht. Und mit praktischer Kleidung macht ihr euch das Ganze auch noch richtig leicht. Wow, okay, du hörst mich. Wo kriege ich denn dieses coole Teil her? Na, auf www.daxkind.de. Link gibt's in der Bio.